Hallo ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt, das ist mir peinlich. Ich möchte gerne mit euch über Dinge sprechen, ja, die euch peinlich sind, Dinge oder vielleicht auch Menschen. Vielleicht ist euch euer Partner peinlich, vielleicht sind euch eure eigenen Schweißfüße peinlich, vielleicht ist euch aber auch peinlich eine Krankheit, die ihr habt oder eine Entstellung, die ihr habt. Vielleicht aber auch eine Marotte oder eine Angewohnheit, die ihr habt und die vielleicht der eine oder andere mitbekommt, aber nicht mitbekommen soll, weil es euch peinlich ist. Was ist euch sehr peinlich? Was habt ihr an peinlichen Dingen schon erlebt? Und welche Menschen sind für euch peinlich, sodass ihr euch für diese Menschen schämt? Also, ich bin gespannt auf eure Anrufe, freue mich auf eure Anrufe. Telefonnummer 0800 220 50 50, mailt domian@wdr.de, bitte, wenn ihr mailt, Telefonnummer draufschreiben und kurz inhaltlich etwas zu dem, was ihr gerne sagen wollt. So, der erste Anruf heute Nacht heißt Lars. Lars ist 25 Jahre alt. Hallo Lars. Hallo Domian, hallo. Hallo Lars. Auch zum Thema, das ist mir peinlich. Genau. Was ist dir peinlich? Mir ist es sehr peinlich, Klopapier einzukaufen. Klopapier einzukaufen? Ja. Inwiefern? Ja, ich finde es immer etwas problematisch, weil ja jeder weiß, was man damit macht. Das heißt, du gehst wenn du in einen Supermarkt gehst oder so, denkst du darüber nach, die Leute könnten denken, was du damit machst? Ja, das finde ich problematisch. Also wenn ich zum Beispiel in den Supermarkt gehe und nur Klopapier kaufen müsste und nichts anderes... Das könnte ich nicht machen. Also geht es denn, wenn du Klopapier zusammen mit Wurst und Käse kaufst, geht das denn? Ja, nur mit Wurst und Käse könnte auch problematisch werden. Ja. Aber wenn es so ein Großeinkauf ist, dann klappt es schon. Aber nur Klopapier oder Klopapier mit ein bisschen was anderes, das ist echt problematisch. Auch wenn es so eine Einzelrolle ist oder kann man das noch eher so ein bisschen vertuschen? Mit einer Einzelrolle? Ja. Also es gibt ja diese Riesenpakete, wo es dann nur wirklich alle sehen. Genau. Ja. Also eine Einzelrolle geht auch nicht. Eine Einzelrolle will, glaube ich, auch nicht gehen, nee. Aber was ist denn das so schlimm daran, dass die Leute dann wissen, wofür du das brauchst? Das ist ja auch logisch, dass man das dann dafür braucht, wofür man das kauft. Das stimmt, aber wenn ich mir dann vorstelle, wenn ich vom Supermarkt nach Hause gehe, über die Straße mit meinem Klopapier, ja, dann... Denken alle Leute, der Bursche geht auch ab und zu mal aufs Klo und braucht Klopapier. Der geht jetzt mal nach Hause und dann wissen wir schon, was da passiert. Ja, was ist da schlimm dran? Das ist mir sehr unangenehm, sehr peinlich. Warum? Bist du eher ein schamhafter Typ? Nee, eigentlich nicht. Das ist auch eigentlich so das Einzige, was mir peinlich ist im Leben. Versuch mal zu erklären, warum das peinlich ist. Weil das ist ja das Natürlichste der Welt. Das stimmt. Also... Das ist, also wenn ich mir überlege, dass mich jemand sieht und sieht mich mit Klopapier über die Straße laufen und dann sofort denkt, ja, der geht jetzt nach Hause und geht aufs Klo oder was weiß ich, das ist... Das habe ich schon verstanden jetzt, aber ich habe nicht verstanden, warum die woher diese große Peinlichkeit kommt. Ich glaube, dass das bei mir einfach unangenehm besetzt ist. Dass jeder weiß, dass ich aufs Klo gehe, dass jeder... Ja. Ja. Wie kommt das, dass es so unangenehm besetzt ist? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, manchmal hat man ja wirklich auch so Marotten. Oder es ist ja auch nichts Schlimmes. Irgendwie so ein Tick, dass einem das irgendwie peinlich ist. Manche Sachen sind einem ja auch peinlich. Und da muss man ja vielleicht auch nicht in die letzten Ursachen da zurück verfolgen, warum das so ist. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwelche Ursachen in der Kindheit. Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß es nicht. Wie kaufst du dir denn dann? Also du kaufst das Klopapier immer nur, wenn du einen Großeinkauf machst und das quasi so vertuschen kannst unter all den anderen Sachen. Nach Möglichkeit schon. Ja. Oder ich schicke jemand anderes. Ja. Wie wäre das denn beispielsweise, ich überlege jetzt mal, was ist denn, nimm mal an, du gingst in den Baumarkt und würdest dir eine Klobrille kaufen, eine neue. Wäre dir das auch peinlich? Das wäre mal auszuprobieren. Ich glaube, es wäre mir nicht so peinlich wie Klopapier. Ja. Also ich habe auch zum Beispiel kein Problem, zum Beispiel eine Klobürste zu kaufen. Ja. Das ist, hängt wirklich so an diesem Klopapier. Wie ist es mit Kondomen? Auch kein Problem. Auch kein Problem. Nee. Also es ist nur das Klopapier. Also es ist wirklich nur das Klopapier. Das ist ja verrückt. Das Witzige ist am schlimmsten, also ich nehme immer ganz gerne das mehrlagige Klopapier. Natürlich. Einfach weil es sehr, sehr, sehr komfortabel ist. Und das finde ich sogar noch schlimmer, wenn man zum Beispiel viellagiges Klopapier kauft. Das finde ich noch den Gipfel der Peinlichkeit.
Oh, ich finde das mal völlig egal, wie Klopapier ist. Hauptsache, es ist Klopapier. Also, ob das nur fünflagig ist oder einlagig, Hauptsache, es geht nicht kaputt. Dann. Ja, aber ich finde, bei einem einlagigen oder zweilagigen, dann ist es schon relativ schnell, dass man was durchgeht. Dann kaufe ich lieber das vierlagige. Verstehe. Genau. Also, eine große Peinlichkeit, Klopapier zu kaufen. Das habe ich auch noch nie gehört. Lars, danke für deinen Anruf. Ich danke dir. Alles Gute, tschüss. Bis zum Jahr. Ciao. So, weiter geht's mit Peinlichkeiten und hier ist der oder die Kim, 21 Jahre alt. Hallo Kim. Hallo, die Kim. Eine die. Genau. Die Kim, 21 Jahre alt. Ja. Auch zu dem Thema, das ist mir peinlich. Ja, was? Also ich habe eine Hautkrankheit und zwar Schuppenflechte. Und, ja. Ja, das ist furchtbar peinlich. Also nicht nur peinlich, ist auch schrecklich für mich. Und Wie lange hast du diese Krankheit schon? Seitdem ich 12 bin, also 9 Jahre ungefähr. Ja. Mhm. Hat in der Oberschule angefangen, gerade in der Oberschule da, ja. Ja, kannst du mal beschreiben, wie du so in, verläuft diese Krankheit in Schüben? Ja. Wie geht's dir gerade aktuell heute? Nicht gut. Dann beschreib dich doch mal, damit wir uns dich so ein bisschen vorstellen können, wie du zurzeit aussiehst. Also zurzeit, ja? Ja, genau. Also, zurzeit habe ich es überall, also im Gesicht, an den Armen, an den Beinen, Hände, überall, auf dem Kopf. Was heißt, ich hab's, was hast du da? Oh Gott, rote Flächen und ja, jetzt wird's peinlich. Also für mich, schuppig sieht's eben aus. Mhm. Ja, Schuppen. Also große rote, eigentlich eklig aussehende Flächen. Genau. Wo die Haut auch so dann so rausblättert und sich eben verschuppt. Genau, ja. Sind diese Stellen auch an einigen Rändern oder so entzündet? Ja, na klar, weil es fängt ja auch an zu jucken. Oder jetzt gerade im Sommer, wenn es heiß wird und man dann Kleidung drüber hat. Und ich habe ja nur langärmelige Kleidung an und Hosen, die lang sind, auch wenn es 35 Grad sind. Und dann entzündet sich eben ganz schön schnell. Ja, das heißt, du kratzt dann, dann wird es rot und kann unter Umständen dann auch so wässern oder sogar eitrig werden. Ja. Der gesamte Körper ist betroffen. Ja, naja, außer die Brust und, also der Intimbereich nicht und die Brust nicht, aber sonst alles andere. Aber die Beine, die Hände, das Gesicht auch. Ja. Das Gesicht, ist stark, das Gesicht? Ja, ganz stark. Also man sieht sofort, wenn man mich sieht. Also ich krieg dann so, hast du Windpocken, frage mich die meisten. Ja. Oder Hast du hauptsächlich auf den Wangenbereichen oder auf der Stirn? Ja, auf der Stirn, an den Augenbrauen ganz toll, auf der Nase und also, an der Wange auch. Wenn man dich anguckt, muss man das auch, kann man das nicht übersehen? Sieht man das auf jeden Fall? Da hilft auch keine Schminke oder nein. Dürfte man das überhaupt aus medizinischen Gründen überschminken? Ich denke, es ist schlecht. Wahrscheinlich also, auch, ja. Ja, aber ich mache es trotzdem, dann sieht man es nicht so doll, ne? Ja. Ich kann das so gut verstehen, was du sagst, obwohl ich das, was ich erlebt habe, weitaus weniger schlimm war. Aber für mich war es damals auch schlimm. Ich hatte in der Pubertät sehr, 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 sehr starke Akne. Ja. Das ganze Gesicht war voller Eiterfropfen. Und ich habe mir damals oft überlegt, kannst du heute rausgehen? Heute ist es so schlimm, heute bleibst du lieber drin. Ja. Und habe manch eine Verabredung damals auch abgesagt. Ja. Aus Scham einfach, auch aus Peinlichkeit. Geht dir das auch so? Natürlich ist es so. Ich habe im Januar meine Tochter bekommen, die ist jetzt 5 Monate alt. Mhm. Und ich würde zum Beispiel gerne mit ihr schwimmen gehen oder mache ich nicht. Oder ich laufe auch grundsätzlich mit Käppi rum. Also ich habe immer eine Mütze auf dem Kopf, weil auch in den Haaren, ich habe zwar blonde Haare, aber man sieht es trotzdem und ich schäme mich. Ja, wie sind denn bisher so in den letzten Jahren die Reaktionen gewesen? Was waren denn die unangenehmsten Reaktionen der Leute auf dich, die du erlebt hast? Die unangenehmste Reaktion war, dass ich letztes Jahr vor meiner Schwangerschaft bin ich mit meiner Mutter ins Schwimmbad gegangen und habe gedacht, jetzt brauchst du dich mal. Ich habe gedacht, ich gebe nichts drauf, was die anderen Leute sagen und habe mich dann da eben im Bikini hingelegt und dann ja gerade Leute in meinem Alter haben mich eben angeguckt und angestarrt und dann habe ich im Restaurant gesessen, in diesem Schwimmbad und dann ist eine Frau auf mich zugekommen und hat gesagt, was hast du denn da? Ganz laut und auf einmal waren alle Blicke auf mich gerichtet und es war so schrecklich, ich kann das. Das ist wirklich unglaublich, ne? Dass Leute so unsensibel sind und einen anquatschen, was hast du denn da? Es ist furchtbar, die sollen zufrieden sein, dass sie selber nicht betroffen dass sie gesund sind, sollen ihren Mund halten. Oder sie sollen zu mir kommen und mich diskret fragen, was es ist oder ob es ansteckend ist oder dann könnte ich mich wenigstens erklären und müsste nicht. Wie hast du denn auf diese Frau dann reagiert? Ich habe angefangen zu heulen und bin gegangen.
Kann man verstehen. Ja. Man kennt zwar so das Wort Schuppenflechte, aber die meisten können sich das ja auch nicht richtig vorstellen, wie das aussieht. Und viele haben dann sicher auch Angst, das ist ansteckend. Da hole ich mir auch noch irgendwas. Ja, ich glaube, Schuppenflechte ist überhaupt nicht ansteckend. Nein, es ist auch gar nicht. Überhaupt. Also kann man als Gesunder anfassen und streicheln, ob tut einem, das macht gar nichts. Mein Freund, mit dem ich jetzt 4 Jahre zusammen war, der hat auch, mit dem hatte ich Sex, alles. Es war nicht. Aber wie war das für dich am Anfang, als du deinen Freund kennengelernt hast? Hast du dich da nicht auch irre geschämt, irgendwann dann mit dem mal in die Kiste zu gehen? Natürlich. Ich habe auch am Anfang, das mache ich jetzt auch immer noch, weil man sieht ja auch, wenn ich lange Sachen anhabe, sieht man es ja trotzdem. Und ich habe dann, ich sag nie am Anfang, sage ich, dass es Schuppenflechte ist, weil es absolut, ich finde, es hört sich, das Wort alleine hört sich schon ekelhaft an. Mhm. Man verbindet das immer gleich mit Ekel, finde ich, Schuppen. Mhm. Und ich sage, keine Ahnung, ich habe eine Waschmittelallergie oder irgendwas anderes, und dann erst, wo ich gemerkt habe, dass es was Langfristiges ist und dass ich ihm auch vertrauen kann, da habe ich erst gesagt, was es ist, und er fand es auch nicht schlimm und er hat es auch. Und als ihr euch kennengelernt habt, hattest du das auch schon im Gesicht? Im Gesicht auch? Ja, aber da noch nicht so stark. Da war ich, ich weiß noch damals, als ich die schwere Akne hatte, habe ich immer so für mich gedacht, das kann doch keiner attraktiv finden. Ja, genau. Das kann, das kann doch keiner schön finden, mich zu streicheln, habe ich gedacht. Ja, genau. Geht dir das auch so? Ja, natürlich. Ich habe jetzt, also vor einer Woche, also ich bin jetzt nicht mehr mit ihm zusammen. Und nicht mehr? Also seit einer Woche nicht mehr. Ne? Und auf jeden Fall habe ich jetzt natürlich, denke ich, na toll, ich bin 21, stehe mit einem 5 Monate alten Kind da und habe Schuppenflechte, und wer soll mich denn jetzt noch, ich fühle mich nicht wohl. Ja gut, aber wiederum hast du jetzt einmal die sehr gute Erfahrung gemacht, dass sich ein Mensch wirklich komplett akzeptiert hat, so wie du warst. Ja. Oder hat er dich jetzt wegen der Schuppenflechte verlassen? Nein, überhaupt nicht. Genau. Also insofern hast du ja schon mal eine gute Erfahrung gemacht. Ja, er hat mich auch ermutigt. Er hat auch zu mir gesagt, komm, jetzt zieh doch mal was Kurzes an und wir gehen raus und die Leute gucken, dann sag ich eben was. Und hat er in zärtlichen Situationen dich dort berührt, wo du Schuppenflechte hast? Natürlich. Hat er? Ja. Ja, dann, das ist dann wirklich ein Zeichen, dass jemand das komplett akzeptiert hat und dich so nimmt, wie du bist. Ja, na klar, auch wenn ich dann zum Beispiel Cremes vom Arzt verschrieben bekommen habe und an manche Stellen nicht rangekommen bin am Rücken, oder dann hat er mich auch eingecremt, das war auch nicht, hört sich jetzt vielleicht für manche Leute eklig an, Nee, das ist, finde ich ja schon toll, dass das dann so gelaufen ist. Ja. Was kann man therapeutisch dagegen tun? Also ich hab eigentlich, glaube ich, schon alles durch, was man machen kann. Ich habe an Studien teilgenommen, es gibt Cortison-Sachen, die natürlich auch nicht so gut sind, aber ich habe Bestrahlung gekriegt, ich habe Medikamente bekommen, und an der Studie, an der ich damals teilgenommen habe, das war ein Universitätsklinikum, und es ist nur noch schlimmer geworden. Ich habe mich so gefühlt wie so ein Versuchskaninchen, es hat dann nicht geklappt und dann sah ich noch schlimmer aus wie davor. Ist das so, wenn du irgendwie am Meer bist, dass es dir besser geht? Ja, es gibt auch Salz so für die Badewanne zu kaufen, Meerwasser, Salz, aber es hilft auch nicht. Also es ist wirklich die Psyche, das sagen auch immer wieder die Ärzte, wenn es einem gut geht, dann wird es auch besser, und wenn es einem Ach so, gut das geht, ist das ist ganz klar bei der Erkrankung, dass die Psyche eine große Rolle spielt. Ist die Psyche auch der Auslöser letztendlich für die Erkrankung? Dass ich da denke schon, denkst du schon, weil da, wo es angefangen hat, haben sich meine Eltern getrennt, dann, wo es ganz schlimm geworden ist, ist meine Oma gestorben, wo es weg war, war ich schwanger, ja, da ging es mir gut, jetzt wieder bei der Trennung geht es mir wieder nicht gut. Und ja, klar, naja. Das heißt, wenn sich, nehmen wir an, die Seelenlage nicht radikal verbessert, dass es nun ganz bergauf immer geht, kann das im schlimmsten Falle sein, dass du dich ein ganzes Leben mit dieser Erkrankung rumschlagen musst, oder kann die auch irgendwann mal weg sein plötzlich? Nein, also ich denke nicht. Natürlich kann es passieren, dass ich eine Zeit habe, wo ich nichts habe, wo ich wenig habe, oder nur an Stellen, wo man es akzeptieren kann oder wo ich es akzeptieren kann. Aber darauf warte ich noch. Es ist wirklich. Kann sich das auch noch viel, viel, viel mehr verschlimmern? Ich glaube, so wie ich im Moment aussehe, ich glaube nicht. Nee. Ich denke nicht im Moment nicht. Hast du darüber nachgedacht, wenn diese seelische Komponente so gewichtig ist bei dieser Erkrankung, dich vielleicht mal ausgiebig so einer Therapie zu unterziehen, eine ausgiebige Psychotherapie oder eine Psychoanalyse zu machen? Ja, da habe ich schon öfter drüber nachgedacht, aber noch nie ernsthaft, glaube ich. Ja. Wäre vielleicht wirklich keine falsche Überlegung, wenn der Zusammenhang so klar ist, dass du, wenn du sagst, du hast medizinisch alles Mögliche schon unternommen, also in diesem körperlich-medizinischen Bereich. Vielleicht solltest du diesen seelisch-medizinischen Bereich auch mal angehen.
Zu verlieren hast du nichts, überhaupt gar nichts. Nee, das stimmt nicht. Mhm. Ja, im Gegenteil, ne? Ich hab, im Gegenteil, du hast nur zu. Ich würde dich gerne mit meiner Psychologin gleich verbinden, mit der Sabine. Ja. Die könnte dich einfach mal beraten. Ich weiß nicht, was man da so für Therapieformen anwendet bei dieser Erkrankung. Sie kann dir sicher aus ihrer Erfahrung einige Sachen erzählen und vielleicht ein paar Ratschläge geben. Ja, das wäre nett. Sollen wir das so machen? Vielleicht kommst du da auf eine Idee. Genau, Kim. Ja. Dann würde ich dich bitten, aufzulegen und die Sabine, meine Psychologin, ruft dich zurück. Okay, vielen Dank. Und ich wünsche alles, alles Gute und bald eine große neue Liebe. Vielen Dank. Alles Gute, Kim. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, unser Thema heute Abend heißt, das ist mir peinlich. Was ist euch peinlich an euch selbst? An Verhaltensweisen, Marotten, Ticks oder an eurem Körper? Vielleicht habt ihr Schweißfüße oder transpiriert extrem und euch ist das sehr peinlich. Vielleicht ist euch euer Partner peinlich, weil der sich nicht die Zähne putzt oder sich nicht wäscht. Vielleicht ist euch aber auch so, wie Kim es gerade erzählt hat, eine Krankheit peinlich. Oder ist euch irgendetwas peinlich, was ihr in der Vergangenheit mal getan habt, wozu ihr eigentlich heute nicht mehr stehen könnt. Aber damals habt ihr es gemacht, aus welchen Gründen auch immer. 0800 220 5050, das ist die Telefonnummer und die Mailadresse domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Andreas. Andreas ist 46 Jahre. Hallo, Andreas. Hallo, Domian. Hallo, Andreas. Was ist dir peinlich? Mir ist peinlich, dass ich Bettnachbar bin und wenn ich dann auswärts übernachten muss, dass da eventuell was schief gehen kann. Ja, und du bist 46 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Ja, richtig. Wie lange bist du schon Bettnässer? Ich bin eigentlich schon immer Bettnässer. Das hat angefangen mit, denke ich mal, 5 Jahre ungefähr. Ja, hast du eine Idee, woran das gelegen hat? Ja, natürlich. Das ist der Tod von meinem Vater. Der ist da gewesen in der Zeit. Mhm. Und da hat das dann wieder extrem angefangen. Bis dahin ist natürlich auch ab und zu mal was daneben gegangen, aber im Extrem hat es da wieder angefangen. Mhm. Und dann hat sich das durchgezogen durch die Kindheit, durch die Pubertät, durch die Jugendzeit? Ja, genau. Mhm. Mal mehr, mal weniger, das ist natürlich auch klar. Ja. Und ist das jetzt so, dass du jede Nacht mal Pipi machst ins Bett? Naja, momentan ist es so, dass ich jede Nacht einnässe, ja. Ja, hast du so eine Windel, so eine Erwachsenenwindel? Ja, ja. Ja, natürlich. Mhm. Ohne den geht's ja nicht. Ja. Lebst du alleine oder hast du eine Partnerin? Nein, ich lebe mit einer Partnerin zusammen seit über 10 Jahren, nur mittlerweile schon. Ah ja, und wie geht deine Partnerin damit um? Ja, meine Partnerin, die kennt mich gar nicht anders als so. War das nicht für dich eben auch sehr peinlich, als du sie damals kennengelernt hast? Als du ihr das gebeichtet hast, quasi? Peinlich, ne. Ich habe es einfach drauf ankommen lassen. Ich muss dazu sagen, zu der Zeit habe ich nicht ganz so oft eingenässt, vielleicht 1-2 Mal im Monat. Ach so. Ich habe es einfach dann darauf ankommen lassen, wenn es passiert, dann habe ich ihr das dann gesagt. Mhm. Und da ist sie gleich locker mit umgegangen? Ja, sicher. Ich muss dazu sagen, sie hat auch ein Leiden, das nennt sich Epilepsie. Ja. Und wenn sie da Anfälle hat, ne, dann macht sie sich auch nass. Ah ja, ach so, dann passiert das bei ihr auch. Mhm. Ja, da hast du natürlich dann eine größere Toleranz gleich entgegengestellt bekommen von ihr. Na, richtig. Das glaube ich auch, ja. Mhm. Ja. Wie kommt das, du hast gerade gesagt, vor 10 Jahren, als du deine Freundin kennengelernt hast, war das nicht so oft, alle paar Monate? Und jetzt zur Zeit? Am Anfang, ja, das war praktisch alles 3 bis 4 Wochen mal. Na, okay. Aber jetzt fast jede Nacht, sagst du? Jetzt praktisch jede Nacht, ja. Ne, das ist auch diese Angst wegen dem Hartz IV und alles. Ach so, weil ich habe ja nun keine Arbeit und nichts. Und ach so, die gesamte psychische Situation ist bedrückend für dich im Moment. Ja, und richtig. Da sind Existenzängste und überhaupt die Lage ist nicht rosig. Und dann schlägt sich das dann gleich. Das heißt, wenn es dir seelisch so richtig gut ginge, dann würde das auch weniger passieren, meinst du? Ja, ich denke schon, dass das weniger werden würde. Ja. So, nun bist du in all den Jahren, du hast es gerade am Anfang ja auch gesagt, ja auch mal irgendwie woanders gewesen. In einem Hotel oder bei Freunden hast du mal übernachtet. Ja, richtig. Und das ist dann schwierig. Das ist schwierig, genau. Ich hatte auch eine Arbeit gehabt in Bayern unten. Und naja, da ist es einmal passiert, dass ich dort nachts ausgelaufen war. Ja. Und
das hat den dort, wo ich übernachtet habe, nicht ganz so gut gefallen. Ja. Das hast du bei dem Chef da gewohnt oder bei wem? Nee, das ist eine Zeitarbeitsfirma gewesen. Ach so. Und das war dann in einer Pension, wo ich übernachtet habe. Ach so, und die in der Pension waren davon nicht begeistert. Ja, kann man sich ja wohl vorstellen. Mhm. Aber hattest du deine Windel da nicht dabei? Wie gesagt, zu der Zeit ist das nicht so oft vorgekommen. Mhm. Und wenn dann überhaupt dann mal am Wochenende. Wie? Also nicht, wenn ich jetzt dort gewohnt habe. Das Wochenende war ich immer zu Hause. Verstehe. Stelle ich mir wirklich schwierig vor, dann bist du da in einer Pension und musst dann den Leuten sagen, tut mir leid, ich habe das und das gemacht. Ja. Läuft das so ab? Sagt man das dann so denen ins Gesicht? Naja, was soll ich denn machen? Ich meine, wenn die Betten richten, merken, genau, dass ein nasser Fleck ist. Und was haben die gesagt dann? Haben die direkt losgeschimpft oder wie? Nee, die Wirtin, die war ganz in Ordnung, die hat gesagt, warum hast du denn nicht gesagt, dass du da Probleme hast? Da hätten wir doch ein Gummi oder was reingelegt. Ach so, na gut, das war ja noch nett dann. Ja, ne. Hast du auch sehr unangenehme Sachen schon erlebt, als Reaktionen darauf? Im Krankenhaus ist das gewesen, wie alt war ich denn das? 18, 19. Mhm. Da hatte ich eine OP. Mhm. Und da hatte ich dort auf der Matratze gemacht. Aber damals, zu DDR-Zeiten, ich komme aus der ehemaligen DDR, gab es keine Windeln. Und dann da waren sie halt nicht ganz begeistert, dass die Matratze von oben bis unten nass war. Und die hatten auch kein Verständnis dafür, dass das letztendlich eine Erkrankung ist, dass man Bettnässer ist. Das wussten die gar nicht, oder? Ne, die wussten, dass ab und zu mal was passiert, haben aber nicht damit gerechnet, dass es gerade da nach der OP ist. Ah, ja. Obwohl gerade nach einer OP, wenn man aus der Narkose aufwacht, dann passiert sowas ja viel eher. Ja, da kann es auch jemand passieren, der kein Bettnetzer ist, kann so etwas dann geschehen, wenn da durcheinander ist. Hast du denn früher, sagst du, mit deiner jetzigen Partnerin war das kein Problem. Gab es denn früher mal, als du noch ein jüngerer Kerl warst, Probleme mit Frauen und dass du dich da sehr geschämt hast? Na, die erste oder der zweite, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls mit 14, 15 ungefähr hatte ich mal eine Freundin, ne, hab dann dort auch übernachtet. Mhm. Und als dann da alles, das ganze Bett nass war, hat sie mich ausgelacht und in der Schule bloßgestellt. Das war natürlich nicht so schön. Nee, das ist aber ganz schlimm. Also wenn man in dem Alter dann bloßgestellt wird, ist das aber wirklich sehr schlimm. Sehr, 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 sehr schlimm. Hast du denn mal was Psychomäßiges gemacht, was Psychotherapeutisches gemacht, Andreas? Psychotherapie, dadurch, dass meine Frau, oder ich sage immer Frau, obwohl wir nicht zusammen sind. Ja, deine Liebste. Ja, dadurch, dass meine Liebste ja in ständiger Behandlung ist, wegen ihrer Epilepsie, bin ich dann auch mal mit da wird ein bisschen geredet, aber so eine richtige intensive Psychotherapie habe ich bis auf der DDR mal so eine Therapie, keine gehabt. Keine gemacht. Also auch in deinem Fall würde ich sagen, wäre das sicherlich eine sehr ratsame Sache. Ich habe schon von vielen Fällen gehört, die Jahrzehnte darunter gelitten haben, so wie du auch, und die nach einer guten psychotherapeutischen Behandlung dieses Leiden losgeworden sind. Ja, das ist möglich. Und das würden dann, das zahlen unter Umständen dann auch die Kassen. Also du hast wahrscheinlich gleich Angst, das kann ich nicht bezahlen und wie macht man das? Würde ich dich gerne auch nochmal beraten lassen von meiner Psychologin, auch gerade was so die finanziellen Dinge anbelangt. Ja, das wäre nicht schlecht. Ja. Natürlich. Denn ich könnte mir vorstellen, wenn ich mich in dich hineinversetze, dass das schon eine tolle Sache wäre, wenn du die Sache weg hättest, ne? Ja, das wäre schon nicht schlecht, warum auch nicht? Eine große Erleichterung. Ja. Ja. Mhm. Andreas, so machen wir's. Du legst bitte auf, Sabine ruft dich an und dann könnt ihr mal beraten, was sie für Ideen hat für dich. Ja, okay. Ja? Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Jo. Das ist mir peinlich. Das ist unser Thema heute Nacht. 0800 220 5050. Wenn ihr mich gerne erreichen wollt, dann wählt diese Nummer oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Manuel. Manuel ist 18 Jahre alt. Hallo Manuel. Hallo. Hallo Manuel. Was ist dir peinlich? Also ich habe ein Verhältnis gehabt mit einem Mann. Mhm. Und ich lebe schon seit 2 Jahren mit meiner Freundin zusammen und die wusste davon gar nichts und ich weiß immer noch nichts davon. Das ist jetzt 2 Wochen her. Wie lange hat das Verhältnis mit einem Mann denn gedauert?
Also es war ein Monat, das war das erste Mal mit einem Mann, dass ich das ausprobiert habe. Ja. Und ich war bei ihm zu Hause. Ja. Und ein Typ in deinem Alter oder ein bisschen älter? Typ in meinem Alter. Ja. Ich bin 18. Ja. Und wir waren unter Alkohol. Mhm. Und er hat mich dann gefragt, ob ich was Neues ausprobieren möchte. Und ich so, nein, ich habe eine Freundin seit 2 Jahren, ich möchte das nicht. Und hat das versucht, immer weiter auf mich einzureden. Mhm. Und dann hat irgendwann hat Peng gemacht und habe ich es dann doch ausprobiert. Und jetzt laufe ich 2 Wochen mit dem Druck rum, dass meine Freundin rauskriegen könnte. Und ich bin auch damals vor 2 Wochen da abgehauen aus dem Haus. Ja. Und seitdem hat sie sich auch nicht mehr gemeldet bei mir. Moment, du bist abgehauen aus welchem Haus? Bei ihm. Bei ihm. Und seitdem hat sie sich bei dir nicht mehr gemeldet? Nein, seitdem hat er sich bei mir. Er sich nicht mehr gemeldet. Genau. Also, habe ich das richtig verstanden? Das war eine einmalige Sache. Genau. Das war kein Verhältnis von über ein paar Monate oder so. Nee, es war eine einmalige Sache. Du hast einmal Sex mit einem Typ gehabt. Genau. So kann man sagen. Mhm. Und der hat dich auch noch mehr oder weniger verführt dazu. Er hat mich noch mehr oder weniger verführt, ja. Und du hast es dann irgendwie im Suff mitgemacht und aber bist in der Nacht dann noch danach abgehauen. Genau. So, und mit deiner Freundin bist du aber noch zusammen. Ich bin mit meiner Freundin noch zusammen und meine große Angst ist, dass sie jetzt rauskriegen würde und wie sie bei mich denken würde, ob sie Schluss machen würde oder mich verlassen würde. Mhm. Ich weiß es nicht. Mal abgesehen von nehmen wir mal an, du hättest keine Freundin im Moment. Wäre dir die ganze Sache dann auch peinlich, dass du das gemacht hast? Es wäre mir auch peinlich, ja. Ja. Weil es nicht dein Ding ist? Weil es nicht mein Ding ist, nee. Das habe ich gemerkt danach. Das war jetzt mein Versuch, aber nach diesem Versuch weißt du noch mehr, dass du nicht auf Typen stehst. Genau. So ist es, ne? Mhm. Mhm. Bestünde denn die Gefahr, dass deine Freundin das irgendwie rausbekommt? Kennt die diesen Mann, mit dem du das gemacht hast? Ja, das ist also ein guter Freund von ihr. Ach so. Und also ich kenne ihn noch nicht so lange. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er wirklich dicht halten würde oder ihr das sagen würde. Ich weiß es nicht. Wie lange liegt das jetzt zurück mit dem Mann? 2 Wochen. 2 Wochen. Mhm. Den hast du seitdem auch nicht mehr gesehen? Seitdem habe ich dich nicht mehr gesehen, auch nicht mehr angerufen, hat er nicht mehr, gar nichts mehr. Ja. Mhm. Gibt es eigentlich nur eine Lösung, sage ich dir. Was denn? Flucht nach vorne. Ich habe gerade nur überlegt, ob du einfach den Mantel des Schweigens über die Geschichte legen solltest, weil es nun mal nicht dein Ding ist und wir wollen deine Freundin nicht unruhig machen. Ja. Aber da die gut bekannt oder gar befreundet ist mit diesem Mann, besteht wirklich die Gefahr, dass der redet. Mhm. Und das finde ich super, super peinlich, wenn der ihr das erzählt. Das heißt, das musst du ihr zuerst erzählen. Mhm. Und zwar genauso, wie du es mir erzählt hast. Ja. Genauso. Und ich glaube, die wird vielleicht erstmal etwas sauer sein und irritiert und weiß ich was. Aber ich sag dir, ich finde, das ist zu verzeihen, was du da gemacht hast. Ich finde das verzeihlich. Es fällt mir schon schwer, das zu sagen. Glaube ich. Das ist, es ist dir generell peinlich, dass du fremdgegangen bist. Mhm. Und das ist dir dann natürlich nur mal peinlicher, dass du mit einem Typ fremdgegangen bist. Ja. Und dich hast du noch verführen lassen, obwohl du es gar nicht wolltest. Also, du stehst nicht gerade doll da. Nee. Ja. Wie ist deine Freundin so drauf? Wie schätzt du sie ein? Wie wird die reagieren? Ich glaube, sie wird erstmal sehr geschockt sein. Mhm. Und würde erstmal ein bisschen Ruhe und das Verarbeiten zu brauchen, also können. Mhm. Und ja, ich weiß es nicht. Also vielleicht will sie gelassen damit umgehen, ich glaube es aber eher nicht. Wie ist denn eure Beziehung so? Wie würdest du sie beschreiben? Also unsere Beziehung finde ich noch sehr, sehr gut. Also die läuft noch, also geht gut voran und auch nach 2 Jahren ist es eigentlich noch so wie die ersten Wochen oder ersten Monate. Ja. Ihr versteht euch ja sexuell gut? Sexuell und auch wir machen viele Freizeiten zusammen, fahren im Urlaub oder gehen essen. Also viele Alltagsgeschichten so und das macht Spaß und das ist eigentlich eine gute Harmonie. Genau. Und du liebst sie auch, du hast sie sehr im Herzen. Genau. Und sie dich eigentlich dann auch. Mhm. Da musst du sagen, Manuel. Ja. Da musst du durch. Weißt du, hinterher macht sie dir die Vorwürfe zurecht, wenn sie es rauskriegt. Wieso sagst du mir das nicht? Wie peinlich stehe ich da
wenn ich das über jemand anderen erfahre. Ja. Da hat sie recht. Ja. Weißt du, wenn das jetzt ein wildfremder Typ wäre, dann würde ich immer noch überlegen, komm, ist gut, vergiss es und Teppich drüber. Aber so musst du sagen. Du musst es sagen. Ja. Du stehst für dich auch besser da. Mhm. Du hast einen Fehler gemacht. Okay, alle machen Fehler. Aber du entschuldigst dich jetzt, du zeigst Reue. Und dann muss sie vielleicht eine Weile, braucht sie vielleicht eine Weile, um das zu verkraften. Aber bitte sie um Verzeihung und mehr kannst du da nicht machen. Ja, ich werde es versuchen. Bisher ist doch alles, bisher bist du immer treu gewesen. Bisher war ich immer treu, ja. Mhm. Mach es, Manuel. Mach es. Ich glaube, das ist das Allerbeste und mach es sehr schnell, damit ja nicht irgendjemand anderes, was ihr vorher steckt. Okay. Ja? Alles Gute, alles Liebe wünsche ich dir. Ich bedanke mich bei dir. Sehr gerne, Manuel. Tschüss. Okay. Tschüss. Und als nächsten Anrufer habe ich hier den Marc. Marc ist 24. Hallo, Marc. Hallo, Domian. Hallo, Marc. Das Thema heißt, was? Das ist mir peinlich. Richtig. Und mein Problem ist einfach folgendes. Ich schwitze schon seit etlichen Jahren extrem. Und wenn ich extrem sage, rede ich nicht davon, dass man, was weiß ich, einen 100-Meter-Sprint macht und dann mal kurz schwitzt. Dass wir die Leute innerhalb von 100 Metern am Schwitzen sind, schwitze ich in zehnfacher Menge innerhalb von einem halben Tag. Das heißt, also du hast ständig, ist dein Unterhemd oder dein Hemd ist durchnässt? Im Prinzip bin ich fast permanent nass. Auch also, wenn du ganz ruhig sitzt, beispielsweise am Schreibtisch, auf der Couch? Ja, das sind so Momente, wo ich zum Beispiel extreme Ruhe habe. Da gibt es niemanden, der mich stresst, da gibt es keine Situation, die mich stresst. Es sei denn, ich bin am Lernen, dann ist das auch wieder so. Mhm. Weil ich muss dazu sagen, was das Thema Lernen angeht, ich bin aktuell noch in einem Lehrgang zum Rettungshelfer bei der Johanniter. Mhm. Hab diesen auch am Sonntagmittag mit Bravour bestanden und jetzt steht noch ein Rettungswachenpraktikum auf der Rettungswache bei einem Rettungswagen an. Na, immerhin schon mal Gratulation. Dankeschön, danke dir. Immerhin Gratulation. Ja. Aber das heißt, da gibt es einen ganz engen Zusammenhang zwischen Stresssituationen und Schwitzen. Richtig. Das heißt, wenn es dir wirklich ganz gut geht und du bist ganz entspannt, dann ist nix. Dann ist nix. Mhm. Aber sobald ich nur den geringsten Fitzel Stress abkriege oder irgendeine Situation passiert, wie zum Beispiel, dass mich jemand nervt, bekomme ich extreme Schweißausbrüche. Ich wollte sagen, das ist wahrscheinlich nicht nur so ein beruflicher oder Lernstress, sondern auch so zwischenmenschliche Sachen. Wenn dich jemand nervt, wenn dich jemand einfach irgendwie nervt. Jetzt im Moment, das ist doch auch nur eine ungewöhnliche Situation, jetzt hier mit mir zu sprechen in aller Öffentlichkeit. Schwitzt du auch? Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gerade keinen Stress, weil ich fühle mich irgendwo wohl. Super. Umso besser. Ja gut, ich meine, ich könnte jetzt an für sich als Begründung sagen, du bist nicht der Mensch, der alles weiter erzählt, aber es hören ja gerade Millionen Menschen mit. Aber es ist halt ein Unterschied, ob man irgendwas telefonisch macht oder ist persönlich klar. Klar. 1:1 das macht. Und jetzt ist es halt so, ich habe zuvor 3 Wochen Praktikum schon im Voraus zur Probe gehabt auf Krankentransportwagen, also KTWs. Mhm. Und hab da selbst bei den einfachsten Sachen, es ging dabei zum Beispiel um Dialysepatienten, Namen nenne ich aus Datenschutzgründen jetzt nicht, die wurden mit dem Stuhl transportiert. Mhm. Allein diese die Treppen hochzuschleppen, da hatte ich schon so eine Angst vor, dass ich da zusammenbrich mit denen. Ja. Also ist das schon, das ist eine extreme Stresssituation und du schwitzt. Allein das schon. Das heißt, in der Situation dann, in der du dann beruflich steckst, ist das natürlich auch peinlich, ne? Wenn du dann so durchnässt bist und man riecht das ja unter Umständen auch und nach einer Zeit auf jeden Fall. Nach einer Zeit auf jeden Fall. Ja. Dann müsstest du eigentlich mehrfach am Tag oder zweimal zumindest das Hemd wechseln oder so. Wie machst du das? Ja, also bei mir summiert sich das eher auf 4-mal am Tag. 4-mal am Tag das Hemd wechseln. Hat denn schon irgendein Arbeitskollege irgendjemand mal was gesagt, dass du so nass, immer nass bist und vielleicht dann auch riechst? Ja, also ich bin schon häufig darauf angesprochen worden. Bei uns ist sowieso eigentlich grundmäßig schon aufgrund der Hygiene gesetzt, dass man zu jedem neuen Dienst neue Sachen anzieht. Mhm. Nur bei mir summiert sich das halt auf 3 bis 4 Mal täglich. Mhm. Da würde ich nicht nachher trotz Deo wie ein Wildschwein den Patienten betreue. Hat denn jemand mal eine abfällige Bemerkung gemacht über dich? Also bisher Gott sei Dank nicht, weil Geruch an sich ist den Kollegen nicht fremd. Mhm. Und
Da ich ja bisher nur ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig war, habe ich auch nur zwei Bekleidungsgarnituren. Aber das wird sich ja bald alles ändern dann, ne? Wenn du das, du willst das ja hauptberuflich machen. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Dann wäre es vielleicht auch gar nicht unklug, deinen direkten Vorgesetzten vielleicht einzuweihen in dieses Problem, damit er zumindest schon mal Bescheid weiß. Naja, gemerkt hat er es schon und es ist auch schon in die Wege geleitet, aber das ist letzten Endes dann doch nicht das Problem, wenn dann Patienten mich fragen, ja. Um Gottes Willen, was schwitzen Sie denn so? Natürlich. Ich habe doch noch gar nichts gemacht, ich lebe doch, also ist doch alles gut. Ja. Ja, genau. Und vor allen Dingen, ja, und der Schweiß kommt eben auch dann im Winter, also es hat gar nichts damit zu tun, wenn es heiß ist. Wenn es heiß ist, ist es dann wahrscheinlich noch viel schlimmer. Richtig, das ist bei mir genauso im Winter. Da reicht es schon, wenn mich irgendwer anruft und sagt, pass auf, dies und jenes ist passiert und ich brauche jetzt eine Hilfe. Mhm. Aber genau zu der gleichen Zeit, wo die Person meine Hilfe braucht, habe ich dann noch genauso wichtige bzw. wichtigere Sachen, die ich in Angriff nehmen muss. Mhm. Und muss mich dann im Prinzip fast zerreißen. Das ist für mich genauso stressig. Wie versuche ich das möglichst beides unter einen Hut zu bringen? Ja, das ist aber wirklich ein sehr komplexes psychosomatisches Problem, was du da hast. Das heißt, die Seele, die bei der kleinsten Kleinigkeit in Stress gerät, ja, macht sich Luft durch den Körper, indem er dann Schweiß ausströmt. In der Tat. Ne? Das heißt, ja, im Prinzip müsstest du geistige, mentale Strategien, die ja irgendwie aneignen, dass du diesen Stress, der ja manchmal gar kein Stress ist, sondern diese Anspannungssituation, dass du die wie so ein Blitzableiter von dir wegleiten könntest. Richtig. Klingt jetzt sehr, sehr gut. Das ist natürlich die Frage, wie macht man das und wie schafft man das? Ja, das Problem ist halt, diesen Blitzableiter, wie du ihn so schön nennst, habe ich halt nur in Form dessen, dass ich halt extrem viel Schweiß absondere. Mhm. Das heißt, andere Leute gehen hin und tun, was weiß ich, wenn sie mal gerade unbeobachtet sind, ein paar Mal mit der Faust gegen einen Baum kloppen. Nein, es müsste mental was sein, dass das gar nicht so nah an dich herankommt. Verstehst du? Dass es gar nicht zu dieser Körperreaktion, zu dieser psychosomatischen Körperreaktion kommen könnte. Hast du eine Freundin im Moment? Leider nein, hätte ich gern, aber ich schaff's leider nicht. Du schaffst es nicht? Warum? Weil? Ich bin auch schon im O2-Chat bekannt und habe dort auch angepriesen, dass ich nicht vergeben bin und auch auf jeden Fall eine Freundin suche, aber das bringt keiner darauf an, weil ich bin leider im Status Arbeitslosengeld 2 Empfänger und habe noch meine 150 Euro im Monat. Das heißt, ich kann keiner Frau der Welt irgendwas bieten. Naja, gut, aber das ist ja nicht unbedingt immer die Voraussetzung. Naja, auf jeden Fall bist du auf der Suche. Das ist richtig. Ist das auch eine Sache, wo du, könnte ich mir vorstellen, wo du auch dann Hemmungen hast, auf Frauen zuzugehen, wenn du ständig klatschnass bist? Das auf jeden Fall. Zumal ich auch Angst habe, wenn ich eine Frau anspreche, dass die sich im Inneren denkt, schwitzt er jetzt schon, ich habe noch gar nichts gemacht. Was soll denn erst dann passieren? Schwitzt du eigentlich überall, auf der Brust, unter den Armen, an Füßen, überall? Überall, komplett. Am heftigsten lässt sich das allerdings an den Ober- und Unterarmen bemerken, in Form von dicken, wässrigen Perlen, teilweise auch Blasen. Mhm. Echt so stark ist das, dass sich solche Perlen am Unterarm bilden? Richtig. Mhm. Mhm. Und das ist total peinlich. Du hast gerade gesagt, das hast du seit ein paar Jahren. Mittlerweile ja, ja. Wie alt ungefähr warst du, als das angefangen hat? Als das angefangen hat, war ich, Moment, muss ich selber mal nachdenken, weil so solche Sachen merke ich mir weniger Moment. Da war ich gewesen 21. Mhm. Mhm. Da ist es ja noch so lange nicht her, ne? Warst du da so in der Lebensphase, die dich seelisch ziemlich gebeutelt hat und die dich wirklich so aufs Zahnfleisch hat laufen lassen? Also diese Lebensphase hatte ich eigentlich in meiner Kindheit, wo ich noch im Kinderheim war, wo ich auch, was eigentlich weniger, glaube ich, was zur Sache tut, über ein Jahr lang vergewaltigt wurde von einem Mann. Ah ja. Und danach ging ich halt meinen Weg, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich wurde entlassen. Ich kam dann wieder zurück in meine Heimatstadt, habe dort eine Wohnung gefunden. Lass mich mal eben unterbrechen, Marc. Du warst im Kinderheim und wirst über einen längeren Zeitraum von einem Mann vergewaltigt worden. Über ein Jahr lang, ja. Über ein Jahr lang. Wie alt warst du da und wie alt war der Mann, der Täter? Also als das Ganze begonnen hat, war ich gerade mal 12. Der Täter war damals schon 16. Mhm. Und das ging auch zu jeder Tages- und Nachtzeit sofort. Es hat nie einer was davon mitgekriegt, bis man irgendwann ihn
und mich in der Dusche dabei erwischt hat, beziehungsweise ihn erwischt hat. Und danach bist du dann erlöst worden von diesem Typ? Leider nicht. Es wurde noch monatelang erst intern behandelt mit so Sprüchen wie, wenn du dein Äffchen dengeln willst, dann mach das im Zimmer oder auf dem Klo, aber lass die Leute in Ruhe. Ja. Und irgendwann kam das dann auch in anderen Wohngruppen vor, vom genau den gleichen Täter. Mhm. Und da wurde dann in einem Sondereinsatz der Polizei entfernt und sofort in eine geschlossene Abteilung auf lebenslang verbracht. Also, ich will jetzt nicht zu laienhaft psychologisieren, aber ich glaube schon, dass wenn du sowas ein Jahr mitgemacht hast, dass das durchaus eine Ursache sein kann für deine jetzt auch so ausgeprägte Nervosität, das ist es ja letztendlich, und dass du so stressempfänglich und empfindlich bist. Ich halte das für möglich, durchaus. Das kann sein, es konzentriert sich ja letzten Endes alles auf Stress. Mhm. Ich würde dir auch sehr gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, weil ich glaube, dass du auch dich seelisch und psychisch behandeln lassen solltest. Also definitiv wegen der Geschichte, die du mir gerade erzählt hast von damals. Ja. Und wer weiß, welche Zusammenhänge wirklich dann bestehen zu deinem jetzigen Leiden. Ja. Ja. Marc, dann rufen wir dich gleich wieder an und ich wünsche dir schon mal alles Gute und meine Psychologin meldet sich gleich bei dir. Wunderbar, Domian. Ich danke dir vielmals. Alles Liebe wünsche ich dir. Okay, danke dir. Und toi, toi, toi weiter für deine Ausbildung. Ja, vielen Dank dir. Tschüss. Okay, tschüss. Verena begrüße ich herzlich. Verena ist 22. Hallo. Hallo. Hallo, Verena. Und zwar geht es bei mir darum, dass ich immer noch am Nuckeln bin. Du bist immer noch am Nuckeln? Ja. Mit 22 Jahren? Ja. Klingt im ersten Moment ein bisschen putzig, ist aber wahrscheinlich für dich mit dabei ein ernstes Problem, oder? Oder nicht? Ja, doch, ja. Du nuckelst am Daumen? Genau. Am rechten Daumen? Nee, am linken. Am linken, Entschuldigung. nur an dem oberen Teil oder nimmst du den ganzen Daumen in den Mund? Nee, ich nehme den ganzen Daumen in den Mund. Und ist der schon so verschrumpelt und der Fingernagel ein bisschen wellig? Also man hat mir früher mal gesagt, wenn man die beiden Daumen aneinander hält, würde man einen Größenunterschied feststellen. Und ich weiß nicht. Also es ist nicht sehr sichtbar. Nein. Wann nuckelst du denn? In welchen Situationen und wie oft? Also, eigentlich rund um die Uhr. Also, dadurch, dass ich arbeitslos bin und ich auch viele finanzielle Probleme habe und so. Ja. Ja. Bist du viel zu Hause? Nicht. Ja, genau. Und dann sitze ich vorm Fernseher und dann liege ich im Bett, und dann habe ich halt den Daumen im Mund. Und wenn das nicht so ist, dann Tüte Chips. Schokolade, irgendwie Ersatzbefriedigung. Darf ich mal fragen, wie viel du wiegst? Viel. Viel? Sag mal, egal, komm raus damit. Keine Ahnung, also 130 irgendwie so. 130 Kilo, bei einer Größe von? 1,65, 68. Ah, ist zu viel, ist klar, ne? Ja. Muss ich ja gar nicht sagen. Nee, natürlich nicht. Nee. Dieses Nuckeln, machst du das auch, wenn andere Leute dabei sind? Also komischerweise, ich lebe mit meinem Freund schon seit 5 Jahren zusammen. Mhm. Und am Anfang war das mir vor ihm peinlich, ist klar, aber mittlerweile geht es eigentlich. Also da mache ich schon, und jetzt so, wenn jetzt Besuch kommt oder so, dann mache ich es nicht. Also dann Nahen, also wie bei deinem Freund, geht es, und bei fremden Leuten machst du es dann nicht. Machst du es draußen, wenn du draußen irgendwo auf einer Bank sitzt oder in einem Eiscafé oder weiß ich irgendwo? Nee, also früher in der Schule war es mal so, da habe ich es heimlich auf dem Klo gemacht, wenn ich überlastet war. Ach so. Wenn du überlastet warst. Das heißt, das war immer so eine Reaktion, um den Stress zu bewältigen, die Angst zu bewältigen. Ja, Stress, Angst, Wut, Trauer, alles. Mhm. Also, auch nicht geliebt zu werden. Also ich bin Adoptivkind und meine Eltern haben mir dann Pferde geschenkt und all sowas. Und haben Pferde? Mir dann fünf Mark in die Hand gedrückt. Und hast aber reiche Adoptiveltern, wenn die dir Pferde geschenkt haben? Ja. Richtige, lebendige Pferde, große Pferde? Ja. Hey. Mir wäre es lieber gewesen, hätten sie mir ein bisschen mehr Zuneigung und mir auch mal gesagt, dass sie stolz sind auf mich und so. Das wäre mir schon lieber gewesen, also wie Pferde, das ist, ich meine, natürlich kann ich sagen, gut, ich habe da mal was gehabt, aber
aber letztendlich, lieb gehabt werden ist wichtiger. Ja, natürlich, klar. Also ich denke, das haben die dich war ein ganz großer Fehler. Abgesehen, dass die sich dir nicht so zugewandt haben, so gefühlsmäßig, haben die dich denn sonst einigermaßen gut behandelt oder gab es auch Gewalt in dieser Familie? Ja, also meine Mutter hat mich regelmäßig auch geschlagen, wenn sie mit mir nicht klarkam, aber jetzt so, dass ich vergewaltigt worden bin oder so, jetzt nicht. Ne? Sowas nicht, nee. Wie lange warst du in dieser Adoptivfamilie? Also von klein auf, also ich bin direkt nach der Geburt dahin gegangen, also gekommen und war dann bis 13 da und war dann im Heim. Ja, warum mit 13 dann ins Heim? Ja, weil also ich war mit 10 das erste Mal in der Psychiatrie. Und ja, daraufhin hat der Psychologe gesagt, ja, also ich gebe ihm noch 3 Jahre, dann ist ihre Tochter im Heim. Ja. Und was war 3 Jahre später? Ich war im Heim. Du warst im Heim. Und warum warst du mit 10 Jahren schon in der Psychiatrie? Was war da los? Ja, meine Mutter hatte mehrere Nervenzusammenbrüche und hat gesagt, entweder sie geht oder ich. Ach so. Das ist natürlich ganz schlimm für ein Kind. Ganz schlimm. Ja. Ganz schlimm. Das ist mir völlig klar, dass du dann am Rad gedreht hast und das. Ja, also damals habe ich es gar nicht so wirklich verstanden. Also jetzt in den 5 Jahren, wo ich mit meinem Freund zusammen bin, wird mir das alles immer mehr klar. Glaube ich. Ja. Dann bist du mit 13 ins Heim gekommen und warst du dann bis zum Ende im Heim, bis du erwachsen warst? Nee, ich bin dann ungefähr mit 16,5 wollte ich dann nochmal eine eigene Therapie machen. Die wurde dann aber nicht vom Heim gefördert und dann hätte ich für die Zeit zu meinen Eltern ziehen müssen. Ich hätte von da aus die Therapie machen müssen und hätte dann wieder ins Heim neu einziehen müssen. Und in der Zeit hätte ich meinen Abschluss machen können. Und dann habe ich mich für die Therapie entschieden, bin dann aber abgehauen aus dem Heim, weil ich überhaupt nicht wusste, wohin und weil ich nicht zu meinen Eltern wollte. Und dann habe ich die Therapie dann doch gemacht und bin dann mit 17,5 bin ich dann aus der Klinik entlassen worden. Ah ja, und hast ja, dann dich auf die eigenen Beine. Ja, dann 2, 3 Monate später war ich dann mit meinem Freund schon zusammen und dann hat mein Jugendamt auch gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Hat diese Therapie, die du da im Kinderheim gemacht hast, hat die dich weitergebracht? Nein. Also ich habe damals auch Medikamente abgelehnt. Ich habe dann jetzt mittlerweile nochmal 3 Therapien gemacht in der Klinik mit Medikamenten. Das hat aber genauso wenig geholfen. Das heißt, da ist eine ganze Menge schiefgelaufen früher und schlimme Sachen sind mit dir gemacht worden und das musst du jetzt ausbaden und da ist dieses Daumenlutschen nur so ein kleines Symptom wahrscheinlich, ne? Ja. Ein Zeichen dessen, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Hast du von Kleinkindalter an am Daumen gelutscht oder gab es zwischenzeitlich auch mal Phasen, wo du es nicht getan hast? Doch, also ich habe auch früher keinen Schnuller benutzt, sondern ich habe sofort eigentlich meinen Daumen benutzt. Und das blieb dann so bis heute? Genau. Also ich habe es zwar mal versucht, also ich habe mal so ein Probenuckeln bei meinem Bruder gemacht, ob der Daumen da auch so gut schmeckt. Ja. Das war mir dann aber doch irgendwie komisch und ich bin dann bei meinem eigenen geblieben. Wenn du an deinem Daumen nuckelst, gibt dir das so ein Gefühl der Geborgenheit? Ja. Und der für so eine Ruhe oder so ein Schutz vielleicht auch, so dass du ganz bei dir bist und... Genau. Und das ist auch das Problem. Also wenn ich Stress auch mit meinem Freund habe, dann verkrieche ich mich sofort in mein Bett unter die Decke und dann geht es erstmal los. Ja, genau. Ja, fast eine klassische Verhaltensweise. Hast du eine Ausbildung gemacht? Nee. Hast du einen Schulabschluss? Nee, auch nicht. Auch nicht. Mensch, Verena. Da hättest du ja eigentlich, da hast du eigentlich ganz viele Sachen noch vor dir, die du machen musst. Ja, also ich hatte ja damals die Möglichkeit, 2 Jahre, das war so eine Berufsschule und da hätte ich 2 Jahre machen müssen, hätte ich meinen Hauptschulabschluss gehabt. Ja. Und das war jetzt auch nicht so schwierig oder so. Nee, also. Aber weißt du, das ist jetzt schiefgelaufen in der Vergangenheit. Aber du bist erst 22 Jahre alt, du kannst es doch wieder nochmal neu angehen. Ja, da fehlt mir eigentlich so die Motivation. Ja, aber willst du so eine alte Frau werden, wie du jetzt lebst? Nee. Ja, ne? So, was ist das für eine Perspektive? Ja, gar keine. Ja, eben. Du wirst wahrscheinlich vielleicht aus Kummer noch mehr zunehmen. Ja. Das heißt, das schlägt irgendwann auch wirklich auf deine Gesundheit und du musst ja irgendeine Lebensperspektive für dich finden. Also meine Gesundheit leidet jetzt schon, also. Das glaube ich. Ja, das glaube ich.
Hast du gar keinen Mumm, so keine Antriebskraft, irgendwas anzugehen? Also wie gesagt, ich bin auch Borderliner und mit sehr, sehr viel starken depressiven Verstimmungen. Mhm. Bist du denn im Moment auch in einer Behandlung? Nee, also das ist ja das Problem. Dadurch, dass ich Kassenpatientin bin, ist das alles sehr teuer und das übernimmt das Sozialamt nicht. Verstehe. Und also das ist eine Warteschleife. Ich war früher Privatpatient und selbst da hatte man noch 3 Monate Wartezeit und jetzt als Kassenpatient kann man sich das einfach überhaupt nicht mehr leisten. Ja, das ist wirklich ein Dilemma. Kann ich dir denn vielleicht dennoch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, zumindest für heute Abend, dass ihr noch vielleicht ein bisschen eingehend redet? Also, das ist sehr nett, das würde ich auch gern annehmen, aber da ist noch wesentlich mehr nötig wie ein Gespräch. Ja, aber du möchtest es annehmen? Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr gerne. Vielleicht findet ihr zusammen mir vielleicht doch noch eine Lösung, dass du schneller doch nochmal in eine ordentliche therapeutische Behandlung kommst. Okay. Verena, du legst bitte auf. Wir rufen dich wieder an. Und ich wünsche dir, dass irgendwas passiert, dass du ein bisschen Schub nach vorne kriegst. Und dass du irgendwann mich anrufst und sagst, ich bin die Verena, die dicke Verena von damals mit dem Daumen und ich habe jetzt einen Hauptschulabschluss. Das wäre super. Da würde ich mich freuen. Ich würde mich auch freuen. Mann, oh Mann, ich wünsche es dir von Herzen. Okay, danke. Alles Gute, Verena. Danke. Tschüss. Mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Ciao. Und hier ist der Matze. Matze, 24, guten Morgen. Ja, morgen, hi. Hallo Matze. Ja, es geht darum. Also ich glaube, meine Probleme wirken ziemlich klein gegen die anderen Leute heute Abend. Erzähl mal. Es geht halt darum. Geht um Tätowierungen bei mir. Ja. Und geht jetzt halt gerade so die Schwimmbadsaison los. Ja. Und ging halt darum, halt wie ich, als früher habe ich halt viel in der Skinhead-Szene rumrumort und so. Mhm. Und bin jetzt halt verlobt und liiert und meine Frau hat jetzt halt, das heißt meine Frau, meine Verlobte hat jetzt halt ein Kind mit in die Beziehung gebracht. Mhm. Und das ist jetzt halt gerade so im schwimmfähigen Alter so ungefähr. Und alle Sachen, da habe ich mir halt nie früher große Sorgen gemacht. Mhm. Und jetzt halt Samstag machen halt die Schwimmbäder auf und jetzt kriege ich halt langsam kalte Füße so ungefähr. Warum? Weil du so stark tätowiert bist? Nicht stark, das stört mich eigentlich weniger, sondern was? Also, was sehe ich denn da wo? Erstmal wo sehe ich das? Also es werden beide Beine, beide Arme, ja. Hinterkopf, Hals, Bauch und Rücken. Hinterkopf, das heißt, du hast sehr kurze Haare, dass man oder Glatze geschnitten? Ja, Nassrasur. Bitte? Nassrasur, ganz zart. Nassrasur, ja. Und Rücken. So, was ist darauf zu sehen? Das ist angefangen halt über, weiß ich nicht, hier Soldatenbilder, Waffen-SS, Totenköpfe, Hakenkreuze und naja. Ehrlich, so krasse Sachen. Mhm. Also du hast Hakenkreuze auf deiner Haut. Richtig. Ja, das muss weg. Das muss weg, da muss man gar nicht drüber reden. Ja, sie ist auch nicht sehr angetan davon. Also sie hat mich ja so kennengelernt so ungefähr, hat von Anfang an nie was davon gehalten und ja. Bist du denn heute auch irgendwie noch ein bisschen so in dieser Szene? Also ich habe jetzt keine große Leidensgeschichte in der Hinsicht oder so. Also habe ganz normal meinen Schulabschluss gemacht, habe meine Ausbildung gemacht. Was hast du gelernt? Ich bin Dachdecker. Dachdecker, mhm. Ich bin Dachdecker. Nee, ich meinte, bist du immer noch in dieser rechten Szene drin? Ich habe nicht mehr viel mit den Leuten zu tun, weil einfach keine Zeit mehr dafür ist, so ungefähr. Aber jetzt so den großen Aufstieg habe ich da nie geprobt. Ja, wie tickst du denn so für dich privat? Denkst du noch politisch so in diese Richtung oder hast du dich davon verabschiedet? Also ich denke mal, ich habe noch ein ganz, also jetzt nicht großartig extremes Gedankengut, aber noch ein halbwegs in die Richtung tendierendes so ungefähr. Das heißt, bei den Bundestagswahlen, was wählst du da? Bei den Bundeswehrwahlen. Bei den Bundestagswahlen. Ach so, bei den Bundestagswahlen. Da habe ich, glaube ich, die Tierschutzpartei gewählt, weil mir die anderen einfach zu blöd waren. Die Tierschutzpartei? Ja. Also aus Frecklichkeit. Ja, solange du nicht die NPD wählst, ist das ja dann schon mal beruhigend. Nee, mit denen hatte ich auch früher irgendwie, mit denen konnte ich halt irgendwie damals irgendwie hier Brandenburg und so, konnte ich da nicht viel anfangen oder so. Hier liegt alle für ein bisschen flach und hohl. Mhm. Und ja, war halt nie so irgendwie mein Verein. Also nochmal die Frage, bist du, tickst du noch rechts, rechtsextrem, rechtsradikal? Ansatzweise, würde ich sagen. Mhm. Also versucht viel abzustellen, auch ihr zuliebe und so viel sein gelassen von früher und habe ja so gut wie gar keinen Kontakt mehr jetzt seit 30 Jahren. Das heißt, verändert sich schon was bei dir? Man wird entspannter mit der Zeit. Ja. Man wird entspannter. Ja, man wird vielleicht hoffentlich auch klüger mit der Zeit. Weil das ist ja nun alles Schrott, was man da vorher gedacht hat. So lala, also alles Schrott würde ich jetzt nicht sagen, unbedingt, wenn man jetzt mal von diesen hohlen Hassphrasen gegen sämtliche Randgruppierungen abzieht, so ungefähr. Mhm. Aber jetzt so in den paar Jahren, in denen ich da war, waren ja, weiß nicht, bestimmt 10 Jahre, wo ich da war, also als auch so viel für mich selber und über mich selber gelernt, so ungefähr. Mhm.
Also ist jetzt so rückblickend eigentlich eine Zeit, die ich eigentlich nicht missen möchte, so ungefähr. Also ich habe jetzt nie großartig Scheiße da irgendwie miterlebt oder so. Warst du mal in Rangeleien oder Gewalttaten irgendwie verstrickt? Also nichts, was der Otto-Normalbürger nicht auch hat, jetzt so von der Kneipenschlägerei oder so mal abgesehen. Also du hast dich nie an irgendwelchen Leuten vergangen, nur weil die, anders waren, Ausländer waren oder weiß ich was? Nö, zumindest nicht an Schwächeren vergriffen. War dann irgendwie nicht so die Herausforderung gegeben. Ja, aber es gab schon Schlägereien mit blutigem Ende. Ja, auch für mich. Also, auch für aber dich. Ich denke mal, das hat auch jeder andere irgendwo mal am Wochenende oder so. Ja, nicht jeder, aber naja. Also auf jeden Fall, du entwickelst dich davon weg, bedingt auch durch deine neue Frau oder Freundin, Verlobte. Richtig, ja, sind jetzt seit 5 Jahren zusammen und... Weil die davon nichts hält. Richtig. Mhm. So, jetzt zu den Tattoos. Ja, und da kriege ich jetzt halt wegen der Kleinen, die sie halt mit in die Beziehung gebracht hat, kriege ich jetzt halt langsam kalte Füße, weil es halt hieß so, ihr nennt mich ja schon Papi und so Scherze. Ja, also finde ich auch. Also du kannst nicht mit der Kleinen ins Schwimmen gehen mit dem Hakenkreuz auf dem Rücken. Das geht nicht. Eben. So, jetzt musst du, das kann man ja auch, ich glaube, es ist schmerzhaft, aber es geht, man kann die auch rückgängig machen, die Dinger. Weißt du, ne? Ja, das weiß ich. Der hat mir damals, weiß ich nicht, bei irgendeinem Gerichtsverfahren damals so einen Anwalt irgendwie gestellt, so ungefähr, das muss halt übertätowiert werden oder weggemacht werden. Da hat mich halt damals geweigert, aber er sagt so, nö, sehe ich nicht ein. Mhm. Und da halt irgendwie eine Woche irgendwie für gesessen. Mhm. Und es war halt alles nicht so prickelnd, nur jetzt kriege ich halt echt kalte Füße wegen. Jetzt musst du es machen. Du musst es ja, du kannst es ja wirklich verändern. Aus einem Hakenkreuz kann man auch was anderes tätowieren. Indem man das verändert, dann ist es ein anderes, sieht es irgendwie anders aus. Wobei das den Kohl eigentlich auch nicht mehr fett macht, glaube ich. Nein, aber ich meine, darüber müssen wir nicht reden, dass du nicht mit einem Hakenkreuz rumrennen sollst. Ich hoffe, dass du das letztendlich auch so für dich siehst und nicht nur wegen der Kleinen machst. Mhm. Ja, so ganz überzeugt bin ich davon noch nicht, dass du davon überzeugt bist. So richtig noch nicht, ne? Ja, also ich selber, für mich selber wahrscheinlich selber doch so nicht vernünftig oder so. Also mir geht es hauptsächlich wirklich um die Kleine. Mhm. Ja, aber mir liegt auch daran, dass du von dem Trip runterkommst. Mhm. Wie kannst du mit einem Symbol rumlaufen, das für so unfassbar großes Leid steht? Was ein Symbol von so viel Unglück ist. Da kannst du jetzt nicht ankommen, ja, da war auch irgendwas Gutes bei. Quatsch. Das war so schlimm. Es sind so viele Menschen da umgekommen. Und es war so menschenverachtend. Und das Symbol will ich nicht, dass du das auf deinem Rücken trägst, Mensch. Und deine Freundin wird auch froh sein, wenn es weg ist. Abgesehen wirklich von dem Mädel, von dem Kind. Es ist ein Mädchen, ne? Ist eine kleine ja, Mädel. Ja. Da bist du kein Vorbild. Da bist du wirklich kein Vorbild für das Mädchen. So, jetzt, du wohnst im Groß-Berliner Raum? Oder wo wohnst du? Ja, ich komme aus Brandenburg. Aus Brandenburg, na okay. Na gut, dann wirst du, wie nennt man die Tattoo-Leute? Tätowierer, klar. Wirst du finden, die da irgendwas draus machen. Warum bist du dann noch so zurückhaltend? Ja, ist halt die Frage, weil es halt ein riesen Gesamtbild ist, so ungefähr. Und ich halt gerade irgendwie ein bisschen überlegen bin, wie das wohl aussieht, wenn man da irgendwas ausschraffiert oder wegmacht, so ungefähr. Ist halt irgendwie die Frage, da entsteht halt ein ziemliches Loch oder so. Gut, ich kann dich jetzt künstlerisch nicht beraten. Ja. Aber wenn du da einen guten Typ findest, da kann man vielleicht sogar was Ordentliches draus machen, dass das auch ganz gut aussieht. Eben. Ich meine, es gibt ja gar keine andere Alternative, Matze. Richtig. Ja, ich war gedanklich schon irgendwie hier bei hier irgendwelchen Schminktöpfen von meiner Frau oder so. Ja, aber das ist doch albern. Da schminkst du dir einmal was drüber und dann gehst du ins Wasser und. Ach, das ist doch Quatsch alles. Und dann läufst du zu Hause, läufst du mit nacktem Oberkörper rum und das Mädchen sieht das auch. Ja, zu Hause laufe ich mit Oberkörper. Ja, und dann sieht das Mädchen irgendwie, mein Papa oder der Matze, ich weiß nicht, wie sie sich anspricht, irgendwann kapiert sie, was das bedeutet. Nee, da musst du raus aus der Nummer, das ist gar keine Frage. Da musst du jetzt auch noch ein bisschen Kohle investieren, ich weiß nicht, wie teuer das ist, das wieder zu verändern oder rückgängig zu machen, musst du einfach machen. Hast einen Job, musst du es investieren. Klare Ansage. Mein Lieber. Gut, jetzt habe ich mir den Anschluss abgeholt, den ich glaube, ich brauche. Ich hoffe sehr. Und ich hoffe sehr, dass du auch gedanklich bald ganz aus diesem ganzen braunen Mist da raus bist.
und ein anständiger Kerl wirst. Aber du wirkst ja sehr sympathisch und ich bin guter Dinge, dass du schaffst. Oh ja, sympathischer Kerl war ich immer. So. Matze, alles Gute dir und deiner Freundin, Frau und deiner kleinen, ja, wie sagt man, Tochter kann man nicht sagen, aber der Kleinen, sagen wir vielleicht. Der Nachwuchs. Genau. Also, dann noch schönen Abend und... Dankeschön, dir auch. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik war...